Kollege Frey, ich finde das schon relativ bemerkenswert, das muss ich ja mal sagen, wie Sie und Ihre Fraktion 30 Jahre mit meiner Partei, damals der PDS und dann der Linksfraktion, umgegangen sind und sich jetzt hier hinstellen, weil es jetzt Ihnen einmal hier an den Kragen geht, diese Weinerlichkeit, das ist wirklich sehr traurig. Das muss ich Ihnen aller Zeit mal sagen. In der Tat, Herr Kanzler, es geht hier um eine Zeitenwende, die Sie offenbar ja begrüßen, ich weniger, aber es ist eine Zeitenwende, in der Tat, das will ich schon sagen. Und das dann mal in 78 Minuten hier abzuhandeln, ist der Sache nicht angemessen. Und zum anderen will ich, ja, Frau Strack-Zimmermann, die große Militärsachverständige, Sie werden wahrscheinlich für 200 Milliarden am besten schon am Mittwoch hier durchsetzen, kann ich nicht ernsthaft darauf eingehen. Ich rede hier zum Verfahren, und so geht dieses Verfahren nicht dabei. Es gab damals den richtigen Ausspruch, Kollege Mützenich, Kollege Trittin, den richtigen Ausspruch, Rüstung tötet auch ohne Krieg. Das ist die Wahrheit, und deswegen wird so etwas mit der Linken niemals möglich sein, dass zumindest hier einer noch diese Fahne hochhält, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich finde es schon relativ bemerkenswert, als SPD-Fraktion anderen Fraktionen, zum Beispiel meiner, vorzuwerfen, Steigbügelhalter der CDU-CSU zu sein. Was haben Sie in den letzten 20 Jahren eigentlich gemacht? Da waren ja wohl Sie in erster Linie, die devot der CDU-CSU gedient haben. Das ist absurd. Sie haben ja plakatiert, Deutschland aber normal, war, glaube ich, Ihr Slogan. Und ich kann hier zumindest mal für die demokratischen Abgeordneten feststellen, jeder normale Abgeordnete möchte nicht neben Ihnen sitzen. Das ist ja erstmal hier die Sachlage, mit der wir es hier zu tun haben. Das gilt für alle anderen Fraktionen. Also auch diese lächerliche Empörung hier, dass die Oppositionsfraktion hier einen Antrag stellt, ist ja wirklich lächerlich. Da will ich noch mal eins sagen. Sie müssen mal aufpassen, dass Sie nicht nach 100 Tagen schon so arrogant sind wie andere nach 16 Jahren, um das auch in aller Klarheit zu sagen. Sie haben insbesondere in den letzten Jahren die AfD erst stark gemacht, weil Sie die ganze Zeit, insbesondere Kollege Dobrindt, der ist ja gerade anwesend, haben Sie das Zeug nachgeplappert, insbesondere zum Bereich der Migration, und haben die Truppe erst mit stark gemacht. Auch das ist ein Grund dafür, dass Sie weiter rechts sitzen müssen. Es gibt kein 46 Milliarden Euro Sondervermögen, um die maroden Schulen, die staatlichen maroden Schulen, in diesem Land mal auf Vordermann zu bringen. Da muss man seinen Kindern mal erklären, wenn sie fragen, warum eigentlich die Schultoilette so aussieht, wie es ist, und sagt, ja Mensch, dafür ist aber im Bundestag kein Geld da, aber für Panzer und Haubitzen ist Geld da. Das ist eine aberwitzige Politik. Kollege Mihalic, was ich auch schon sehr interessant finde, also ausgerechnet die Fraktion, vor allem FDP und Grüne, Sie und wir waren ja noch vor 150 Tagen in einer anderen Situation, wo Sie grundsätzlich mit uns dafür gestritten haben, dass die Bundesregierung hier Rechenschaft ablegt in solchen Fragen. Und das ist auf einmal vorbei. Das ist verlogen ohne Ende. So, und dann will ich Ihnen aber sagen, ich habe meinen Wahlkreis in Sachsen-Anhalt. Also ich glaube, Sie haben in Sachsen-Anhalt, Thüringen und überhaupt in den ostdeutschen Landesverbänden der CDU doch mal ein fettes Problem. Denn die Tür zu den Nazis ist bei Ihnen dort nicht zu. Die ist sperrangelweit offen. Das müssen wir erklären. Vielleicht hilft es dann. Das ist mal die Lage, in der wir sind. Und zum Dritten möchte ich anmerken, lieber Johannes Vogel, also alle machen hier in diesem Hause Parteipolitik, außer die Parteien der Ampel. Das ist doch geradezu lächerlich, sowas zu behaupten. Kann mit so einem Klamauk mal aufhören. Was soll das denn? Ja, wirklich, was soll das denn? Es ist ja bei Ihnen allen so, man hadert ja manchmal auch mit der eigenen Partei oder mit der eigenen Fraktion und ist nicht so zufrieden oder auch mal genervt. Heute, Herr Korte, ja, bitte, das ist Ihnen Satz. Bei den Grünen völlig fremd, sowas. Aber heute will ich Ihnen mal sagen, auch ich bin manchmal von meiner Partei genervt. Das kommt selten vor. Aber heute bin ich froh und stolz, der einzigen Partei anzugehören, die diesen Aufrüstungswahnsinn nicht mitmacht und auch niemals mitmachen wird. Vielen Dank.